Reini, ja du, diese HDP und HDR oder NXG, wie auch immer sie heißen, die sind ja coole Paintball-Teile. Aber gibt es dafür nicht irgendeinen vernünftigen Holster? Die Antwort ist ja. Und zwar einerseits für HDR und auch für diese Paintball-Pistole. Und wenn du wissen willst, was das bedeutet und ob das auch etwas für dich ist, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Fangen wir mit der HDR an. Ich habe jetzt hier eine HDR 7,5 Joule, also eine Deutschland-Version. Und auch die Österreich-Version, diese PS100 NXG, ist eh dasselbe Hersteller und dieselbe Fabrik und alles, passen in diesen Holster ideal rein. Das ist ein Kunststoffholster, der so gemacht ist, dass das Teil nicht rausfallen kann. Was extrem praktisch ist, ja? Was wirklich extrem praktisch ist. Also das sitzt hier. Wenn du willst, dass dieser Paintball-Revolver rauskommt, dann gibt es hier diesen kleinen Druckknopf und da drückst du drauf und dann wird es freigegeben. Das heißt, packen, drücken und rausziehen. Damit kann er am Spielfeld das Teil einfach nicht rausfallen. Das ist gut gemacht. Dann gehen wir mal die HDR weg. Übrigens, ja, das kann natürlich im geholzten Zustand nicht abgezogen werden. Ja. Klar, weil da ist der Hahn, ja, der ist... Abzugsbügel, glaube ich, heißt das, weil der Hahn wäre da oben, Entschuldigung. Ich habe es nicht so mit den Fachausdrücken. Da kann man nicht ran. Das ist praktisch, das ist gut gemacht. So, jetzt vorne, hier an dieser Stelle, ist eine Ersatztrommel drauf. Und die kann man rausnehmen. Ich habe sie jetzt ungeladen, aber da passen alle von Umarex und Walter angebotenen Geschosse rein. Also alles, ja, wirklich alles. Das heißt, du setzt es von unten rein, macht Klack. Und wenn du es raushaben willst, ist es auch ziemlich einfach. Du musst mit dem Zeigefinger da an dieser Stelle und hinten mit dem Daumen drücken und du hast schon, kannst schon nachladen, eine Trommel mit dabei. Das ist auch gut gemacht. Wirklich gut gemacht. So, dann hier hinten, da gibt es diesen Gürtelteil. Warte mal, da muss man ein bisschen fester anziehen. Das ist so, macht aber nichts. Und da kannst du es eben an den Gürtel ranpoppen. Das Teil so rein und dann auch den oberen Teil, klack, und dann sitzt das hier. Ja, also da, ziehen, fertig. Also das ist insgesamt gut gemacht und eine sehr, sehr charmante Lösung. Jedoch, und das muss ich gleich dazu sagen, das passt wirklich nur für diese Typ von Revolver und natürlich auch nicht, wenn du irgendwelche Zubehörteile drauf gepoppt hast, ne? Weil das wird sie nicht ausgehen. Also nur für den Revolver als solches. Leider gibt es für die HDP oder für diese NXG, jetzt habe ich diese NXG, mit dabei, da gibt es leider kein Kunststoffholster. Ich weiß nicht, ob sich Umarex Walter da etwas überlegt und das kommen wird. Wenn es kommen wird, dann wird es hier auf diesem Kanal wieder finden. Aber das ist jetzt momentan einmal nicht der Fall. Und da haben wir einen Workaround, heißt das so? Also eine andere Lösung gefunden. Früher hat es diesen HDR ja auch nicht mit den Holster gegeben. Und da haben wir von Tasmanian Tiger das Modularholster hergenommen. Ja? Und der ist jetzt auch tatsächlich für diesen Revolver ist das möglich. Molle-kompatibel, alles eine coole Sache. Jetzt müssen wir das mit der HDP genauso machen. Ja? Das heißt, also wir müssen das auch für die HDP so anpassen. Und wenn du so ein Holster brauchst, aber der ist sowieso universell, der ist extrem cool, der ist wirklich gut gemacht, ist TT-Qualität. Du kannst den genau so anpassen, wie du den haben willst. So, Moment, habe ich jetzt falsch gemacht. So, einmal, zweimal und Moment noch, gib mir noch einen ganz kurzen Augenblick. So, und jetzt ist er angepasst und jetzt passt auch. So, nach unten hin einmal die Pistole rein. Da muss man noch ein bisschen aufmachen. Gut, das klappt man da. So, auch von der Breite her, das heißt, du kannst das egal wie lang, halbwegs egal wie lang sie ist oder wie breit das Teil ist, du kannst das immer schön anpassen, hast es Molle-kompatibel, kannst aber auch hergehen und das am Gürtel poppen, wenn du jetzt einen nicht so breiten Gürtel hast, hier hinten, ja, da gibt es solche kleine Einschubfächer, das heißt, du kannst das genau anpassen, so wie du das willst. Ist ein bisschen eine fummelige Sache, ja. Na, schau her, kannst das dann so anpassen, wie du es brauchst an deinen Gürtel oder noch breiter oder noch schmäler. Könntest du theoretisch auch. Da gehen wir aber die Pistole raus. Ja, kannst das hier. Es ist ein bisschen kalt heute, deswegen läuft das nicht so. Also du hast hier eine Schlaufe zum Einfügen und da eine gegenseitige Schlaufe zum Einfügen. Ist ein bisschen huschi heute. So, das ist jetzt mal so
der Fall. Und es gibt normalerweise auch hier einen kleinen Bügel, einen Sicherungsbügel, damit man jetzt sagt, okay, ich will nicht, dass die Pistole rausfällt. Den habe ich aber nicht mehr, den habe ich irgendwo verloren, weil ich das sowieso immer so handhabe. Aber da wäre noch ein Bügel dabei und dann, indem man hier drauf drückt, geht der Bügel auf und dann kannst du die Pistole oder was auch immer ziehen. Das ist ein universelles Teil, also das geht für alle. Das wollte ich ganz einfach vorstellen. Ja, meine Finger werden kalt, das heißt, das Video muss beendet werden, weil mir ist wirklich kalt, auch auf der Glatze. Daumen nach oben oder nach unten, schreib mal einen Kommentar, wenn du diesen Holster bereits hast, was du davon hältst. Ja, ihr lieben Paintball-Spieler, sagt mal, was ihr davon haltet und wie ihr mit dem umgeht. Daumen nach oben oder nach unten, Abo dalassen, da geht es direkt in meinen Shop, da kannst du die Teile erwerben. Natürlich auch die Pistolen und Revolver und alles, wenn du über 18 bist und so weiter und so fort. Danke, dein René Ross von bis bald und ciao.